Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zurück am Konfiknall bei der nun sechsten Runde Deal or No Dealo. Dieses Mal dabei, nach Sub im letzten Part, der gute Björn. Björn weiß im Gegensatz zu Sub nicht Bescheid, wie es um die aktuelle Rangliste ausschaut, wer die Top 3 belegen. Liegt jeden bei sich, wie es steht. Für euch Zuschauer steht natürlich die aktuellen Top-3-Liste wie immer am rechten Seitenrand. Das sieht aber Björn aktuell nicht. Das sieht nur der. Sehen nur ihr Zuschauer. Guten Tag. Ja. Gute Mihawk ist heute da. Also Björn Mihawk. Bekannt aus den Projekten Formel 1 und sporadisch in Minecraft. Sporadisch Minecraft und sonst hattest du mal irgendwas noch oder weniger? Ich glaube nicht offiziell. Mir würde nichts spontan einfallen. Vielleicht noch, ja, das war das, was man weiß. Aber das waren die Spiele, wo er hauptsächlich beteiligt war. Vielleicht, wenn ihr genug bittet, spielt der TTT auch mal mit. Haha. Aber wir werden sehen. Aber beginnen wir mal. Wir sagen Deal. Was für einen Kopf hättest du denn gern? Moment. Ich würde die 7 nehmen. Die 7. Und wie ich es in den letzten Parts allen schon gemacht habe, ich sag's gleich, letztes Staffel hatten wir mit Mario die Million. Und die Million war letztes Mal im Koffer 20 drin. Gut zu wissen. Das wollte ich nur sagen. Hätte meine Entscheidung wahrscheinlich nicht beeinflusst. Ja, darum sage ich es ja eben erst nach der Bescheid, nachdem der Koffer gewählt wurde. Ja. Wieso hast du die 7 gewählt? Ich habe aufs Datum geguckt. Ja, wir nehmen für euch Zuschauer wird das wahrscheinlich nicht der 7. sein heute, aber wir nehmen einen 7. auf. Welchen 7. sage ich nicht, weil ich weiß nicht, wann es rauskommt, das ist der Part. Aber beginnen wir mal mit den ersten 6 Koffern, dann können wir weiterreden. Ja. Was hättest du gern? Ich bin fast dazu geneigt, einfach von 1 nach 26 durchzunummerieren, aber irgendwie wäre das auch bescheuert, oder? Sub hat mit 1 bis 6 krass begonnen. Also Sub hat erst 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter gemacht. Oh cool, ja, dann ist es ja langweilig, wenn ich das auch machen würde. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach in der Mitte, bildlichen Mitte an, 12. Die goldene Mitte. Da haben wir gleich die 500.000. Ja, das habe ich doch konsequent ausgeschlossen. Nehmen wir noch die 16 dazu. Da waren die 5.000. Was wolltest du sagen? Da waren die 5.000. Nee, das davor, als ich jetzt schon den zweiten Koffer genannt habe. Ja, dann machen wir weiter, habe ich gesagt. Ach so, okay. Die 19. Die 19, das war 75.000. Ich weiß nicht mehr, was, glaube ich, Keldis Koffer war das. Jo, dann nehmen wir noch die 3. Die 3. 75, noch 2 Koffer. Super mein von der linken Seite. Dann nehmen wir noch die 4. 750. Und wir nehmen noch die 23. Das war ein Halbskoffer. Das waren die 25. Oh, sehr guter Start. Ja. Also, der Hit war besser. 14.000. Deal or no deal? Ja, also ich denke, jetzt zu Beginn ist ja noch viel Potenzial, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr herausschlagen könnte. Ich würde erstmal sagen, kein Deal. Gut. Wie schaut's weiter aus? 5 Koffer jetzt. Jawohl, dann nehmen wir mal die 9. Die 9. 300. Noch 4. 300 war das, noch 4. Jawohl, dann nehmen wir die 15. 100. Du räumst da die linke Seite weg, wie es nur geht.
Nachdem ich erst rechts angefangen habe, habe ich mich jetzt gut auf links eingeschossen. Jetzt. Jetzt nehmen wir die 17. 25.000, ja, geht. Ist nicht so, nicht so viel und nicht so wenig. Das ist richtig. Ich würde noch die 25 nehmen wollen, oder? Das sind die 200.000. Und zwar. Na, dann nehmen wir noch die 2. Die 2 und dann schauen wir das Angebot an. 10.000. Der Cent ist ja noch immer im Spiel. Ich habe ja es geschafft, in der ersten Staffel einmal die Million auszuspielen und einmal den Cent. Hatte Cooper den Cent? Nein, das war Nee. Styx. Styx. Ach, Styx hatte den. Aber ich glaube, ich Styx. hatte auch nicht viel. Ich weiß nicht, ob du hattest mehr als einen Cent. Ja, mehr als einen Cent hatte ich, aber ich glaube, es war höchstens eine Tankfüllung, die ich glaube, ich gewonnen hatte. Ja. 52 haben wir hier. Oh, gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, es ist schon mal, ich sag mal so privat, sind 52 sicherlich eine nette Summe. Also, da Björn nicht weiß, wie es steht in der aktuellen Tabellenführungsliste in der Top 3, die auf der Seite stehen werden, weiß auch nicht, wie gut dieser Betrag aktuell in diese Liste reinpassen wird. Oder was schätzt du? Haben die anderen 5 Kandidaten vor dir besser gespielt oder eher schlechter? Na, ich gehe mal davon aus, dass mindestens einer schon einen sechsstelligen Betrag bekommen hat. Also würdest du jetzt 4 Koffer, müsstest du jetzt offen, Deal oder No Deal? Da die Million noch drin ist, sagen wir erstmal No Deal. Gut. 4 Koffer. 4 Koffer. Dann würde ich sagen, nehmen wir die 6. Das waren die 100.000, nicht die Jetzt Millionen. muss ich auch erstmal Nullen zählen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen die 18. Gut. 400. Dann nehmen wir die 10. Die 10. Oder 400.000. tausend. Einer noch. Dann nehmen wir die 14. Ich habe aber Und die großen weggeräumt. Oh mein Gott, das ist der Banker. Hat's ist gedacht. weg. Aber wir gehen auf 92.000 noch immer hoch, weil die Bille noch im Spiel ist. Das ist richtig. 92 ist eigentlich schon nett. Und jetzt haben, als nächstes sind ja dann 3 Koffer fällig. Ja, 3 Koffer. Nee, no deal. Du sagst immer noch No Deal, 3 Koffer. 3 Koffer nehmen wir noch. Gut. Wenn ich zum Schluss doch den Cent bekomme, habe ich immerhin den Cent gewonnen. Ja, aber du machst doch nicht das Styx. Er macht schon das Styx. Das können wir in wenigen Minuten beantworten, ob ich den mache oder nicht. 3 Koffer. Jetzt ist schon langsam spannend. Jetzt Die kommen wir. 21. Die 21. Das war Dals Koffer. Dann ist 50. das schon mal ganz gut. Zwei noch, zwei kleine, vielleicht ein Cent und den Euro. Dann haben wir über 100.000 den Betrag. Auf jeden Fall. Die 22. Die 22. Oh, Das da weiß war die er. Mille. Dann nehmen wir noch die 20. Das hat den aktuellen Siegesbetrag stark gedrückt. Ja. Und das Ach, noch die nehmen wir auch mehr. noch gleich mit. Es gibt doch vielleicht noch so 10. 13.000. Oh, 5. 5. War ich näher dran als du. Ach ja, 5.000 sind wir jetzt. Ja, also viel mehr wird es ja jetzt sowieso nicht nehmen. Ja, du hättest noch, wenn du die 50.000 lange drin hast, wird das noch auf gut und gerne, kann es noch höher werden. Reingehen. Ja. Naja, gut. Jetzt kannst du eh nichts mehr verlieren. Dann machen wir jetzt. Ich behaupte jetzt erstmal bis zum Ende. No deal. No deal. Ja.
Oh, zwei Köpfchen. Wir nehmen die 1. Die 1. 50.000. Oh, der 1 Cent. Das war der Styx. Und noch ein. Die 5. Die 5. Das war die 5. Auch schon besser. Das ist vielleicht schon wieder fünfstellig. Ja, das sind jetzt schon 10.000. 8.000. Ja, nicht ganz. Ja, 50.000 ist halt das, was noch möglich ist. Aber es muss immer ein Kopf fallen. Fallen jetzt zwei, drei Runden kleine Beträge, kommen wir auf einen fünfstelligen Betrag. Und ein fünfstelliger Betrag Wäre gar nicht so schlecht. wäre gar nicht so schlecht. Und vielleicht reicht das ja für die Bestenliste. Weil ich sage einen Tipp schon, wir haben keine Mille bis jetzt erreicht in der zweiten Staffel. Ist schon mal gut. Also der Top, die optimalste Runde hat keiner bis jetzt gespielt. Das ist bis jetzt nur Mario gelungen. Beim letzten Mal, Bei der ja. letzten Staffel. Aber nicht in dieser Staffel hat es auch nicht geschafft. Okay, gut. No deal, würde ich sagen. Einkaufe ich. Nächste Runde Ein ist Köfferchen. Die 8. 200. Jetzt will ich aufpassen. Dreizehntausend. So ungefähr. Können hinkommen. Ah, 10.000. Nee, nochmal 10. Also nur in Anführungsstrichen. Man muss natürlich bedenken, dass 4 von 5 Koffern weniger sind als 10.000. Das heißt, theoretisch ist ja die Chance recht gut, dass ich noch einen kleinen treffe. Theoretisch ist die Chance sehr gut. Aber Praktisch könntest du trotzdem den falschen nehmen. praktisch könntest du aber den falschen wählen. Ist genau der 7, die 5.000. Also riskierst du noch eine Runde. Spielst du weiter? Ich riskiere noch eine Runde. Eine Runde noch für Björn. Jawohl. Aber nächste Runde lasse ich dir nicht mehr so lang. Die 24. Ah, ich habe sie Oh. gefunden. Damit sind wir auf einen Guten Taschengeld gelandet. 400. Jetzt Du machen wir hast es zu Ende. zwei noch über dem Betrag und ein unter den, zwei unter den. Jetzt Ja, machen wir no es zu deal. Ende. Jetzt wollen wir den Euro sehen. Wir nehmen 13. Das waren die 10. Mal sehen. Ich gebe dir 600 Euro. Oder genau Okay. 500. Oder genau 500. Ja. 500. Das heißt, 500 ist noch im Spiel. Das wäre genau die Stimmt. goldene Mitte. Das ist richtig. Aber ich habe gesagt, jetzt spielen wir es zu Ende, jetzt spielen wir es zu Ende. Bei dir. Gut. Was ist der letzte Deal? 11 oder 26? 26. Ja, 600. ungefähr. Nein, genau die Mitte. Genau 500. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, Nein. willst du als schlechtester Spieler neben Styx eingehen, wenn du Ja. den Euro holst, oder willst du 500 jedenfalls noch eine Chance haben? Ich nehme den Vielleicht. Glückseuro. No deal. Okay, Björn spielt es als dritter Spieler diese Staffel zu Ende. Auf No Deal und er gewinnt 1000 Immerhin zum Euro. Schluss nicht alles falsch gemacht. Ich gratuliere dir damit zum aktuell letzten Platz Jawohl. in der Liste. Aktueller Tabellenführer Kelly mit 225.000, Platz 2 Daniel mit 100.000 und Platz 3 Flo mit 76.000. Na, da hatte ich doch gut geschätzt, dass mindestens einer doch sechsstellig hat. Ja, In unserem Vorgespräch. zwei sind sechsstellig. Ab. Naja, 1000, das ist doch ganz nett. Kann man schon mal ganz gut essen gehen. Ja. Du bist vor, letzter. Unser vorletzter Platz ist Mario mit 5.000. Da bin ich noch ein Stück weg von. Aber du hättest eine Chance gehabt, mehr zu holen. Ja gut, die besteht fast immer.
Da hätte es einen guten Deal rauskauen können. Aber ja, immerhin 1000. Nicht den Stücks gemacht. Aber wir Ist werden richtig. sehen. Danke, dass du mitgespielt hast, würde ich sagen. Ich danke für die Einladung. Auch eine kurze Runde wieder. Ich muss in der besten Liste wieder nichts ausbessern. Kelly, Fatal, Verfluch. Wird das schon die alles entscheidende Liste sein? Nach den Ich glaube, ich muss Katie mal schreiben. Sub Runde gut gespielt hat, es nicht geschafft hat, schafft es nahe ranzukommen, schafft es jetzt Björn auch nicht. Du hättest bei den 92.000 hättest du Deal sagen müssen, dann hättest du den Platz 3 eingeholt. Ist richtig. Wollte ich aber nicht. Ja. Gut, dann danke fürs Mitgespielt haben, dass du mitgespielt hast. Bis zum nächsten Folge, wo der Gast bis jetzt wie schon immer nicht versteht, weil den ich als nächstes Mikro bekomme, spielt mit. Ciao. Tschüss.